Hallo YouTuber, diesmal geht es um einen neuen Sender von Stefan 0719. Das ist ein 15 MHz Sender, den man hier von 15 MHz bis, ich schau mal, ich habe den gerade auf 14,92. Ich drehe mal am Einstellpulli für die Frequenz. Mal schauen, wie weit das hochgeht. Und wenn ich ihn dann von der Frequenz her ganz hoch drehe. Ups, jetzt muss ich das mal näher an die Antenne machen. Die Antennenanpassung stimmt auch nicht mehr. Bin ich bei 17,2 MHz, sowas. 17,29. An dem Potti, da kann man die Antenne anpassen noch. Passe ich das mal noch an. Ah. Ich habe Audiomodulation schon drauf. 17,41. Also von 15 auf 17,41. Stelle ich ihn aber mal zurück hier wieder auf niedrigere Frequenz und hier wieder die Antenne anpassen. Als Antenne habe ich zwei Stück Draht drin, jeweils 3 x 40 cm, also 1,60 m auf Mittel und 1,60 m auf. Dann stelle ich hier mal wieder die maximale Amplitude ein. Die Amplitudenmodulation sieht man auch schon. Ich bin jetzt bei 15 MHz. Genau, 15 MHz ist meistens belegt. Daher versuche ich ihn jetzt mal auf 14,97 einzustellen. Hier kann ich grob einstellen. Da ist er. Und da kann ich die Frequenz noch fein einstellen. Hier. Der Scanner. An dem Potti habe ich eine schöne Frequenzfeineinstellung. Das geht, denke ich mal, über diese Leuchtdiode da, die da den Oszillator verstimmt. Das ist ein freischwingender Oszillator, also ein freischwingender Sender. Dafür ist er erstaunlich stabil. Und zwar ein HF-Transistor, zwei, drei Hochfrequenztransistoren und das müsste der vierte Hochfrequenztransistor sein, also ein vierstufiger Sender. Und das hier sind die Audiotransistoren, die den modulieren. Das geht dann auf einen Übertrager und hier vollkommen massefrei auf die Antenne. Daher brauche ich Masse und Antenne, also quasi einen Dipol. Und am Drehkondensator kann ich die Antenne anpassen. Und das schaut dann so aus hier mit der Amplitudenmodulation. Ich ziehe es mal noch weiter auseinander. Ein bisschen heller. Schaut sehr gut aus. Ja. Dann am zweiten Potti kann ich die Lautstärke einstellen. Lauter und leiser. Kann es auch lauter machen, aber ich lasse es mal so, dass ich nicht übersteuere. Am Scanner. Schaut schon gut aus. Den stelle ich jetzt mal auf und gucke mal, wie weit er sendet. Ich habe an dem Transistor Collector schon gemessen. Die Endstufe, die bekommt nur etwa 4 Volt sowas. Insgesamt läuft der Sender mit 9 Volt. Also 12 Volt kommen rein. Der Festspannungsregler macht 9 Volt und der ganze Sender läuft nur mit 9 Volt. Okay. So, jetzt bin ich draußen. Jetzt gucke ich mal, wie gut und weit der geht. Ich habe einen Abschwächer noch drin. Bin vor dem Haus. Und scheint super zu funktionieren. So, nach 100 Meter ist er mit Abschwächer noch da. Modulation ist gut. Sehr weit geht er nicht, hat auch nicht viel Leistung, aber er geht ganz gut. Jetzt gut 100 Meter weg. Ja, auf 14,960. Irgendwie habe ich jetzt was anderes drauf und irgendwie ist es unheimlich da. Ich hatte ihn eben noch, ich bin jetzt 300 Meter weg. Ah, da ist er. Mal schauen. Hört man ihn noch leicht. Das passt.
Kontakt? Nein. Irgendwas stirbt da. Aber er ist so gut wie weg. Ja, er ist so gut wie weg. Ja, er ist so gut wie weg. Ein Auto. Irgendwo ist etwas oder jemand. Glaube ich, werde ein bisschen paranoid. Kommt Auto. Gehe ich mal wieder zurück. Mir ging es in letzter Zeit gar nicht gut. Hatte noch Durchfall und ewig schlimm Kopfschmerzen. Ist jetzt wieder etwas besser. Ja. Ja. Was an dem Sender echt gut ist, was ich echt gut finde, ist, dass die Betriebsspannung gut gemittelt ist. Wenn ich Endstufe am Emitter messe, dann habe ich 4,34 von Emitter auf Minus und auf Plus 4,40. Also es ist wirklich, die Endstufe ist wirklich sehr genau gemittelt von der Spannung her, sodass sie die maximale Leistung bringt und dass sie auch maximal moduliert werden kann. Das hier, das wäre die Endstufe, die Hochfrequenz-Endstufe, und das ist die Audiostufe, und gemessen habe ich von hier auf Masse und von hier auf Plus, hier sind die Plus 9 Volt, und die Endstufe hier bekommt genau die halbe Betriebsspannung und wird moduliert mit dem Audiotransistor, der auch die halbe Betriebsspannung bekommt. Was auch noch verdammt gut ist, das ist, dass die Antenne hier darüber komplett abgekoppelt ist vom System, also keine Masseverbindung hat. Dadurch habe ich auch kein Brummen. Dadurch brummt das Ganze nicht und man kann super einstellen. Sehr viel Leistung hat das halt nicht, also sehr viel Trägerleistung bei 4,3 Volt oder 4,4 Volt. Da geht nicht so viel Leistung, aber so gute 300 Meter geht es schon. Jetzt, wenn es freie Sicht ist, geht es auf jeden Fall 300 Meter. Ich hatte nicht freie Sicht, ich hatte noch Häuser dazwischen und so, und da war so nach 300 Meter Schluss. Da konnte man ihn zwar noch empfangen, aber nicht mehr so stark. Was auch noch gut ist, was ich auch noch gut finde, ist, dass man mit dem hier die Frequenz wirklich von 15 bis 17 MHz einstellen kann und hier mit dem die Frequenz noch fein einstellen kann mit dem Potti. Zweite Potti Audio-Lautstärke ist auch toll. Der ganze Sender wird mit 12 Volt betrieben. Und durch den Festspannungsregler auf 9 Volt ist er auch ganz gut stabil. So, das war's dann. Normalerweise steckt man ja Strom an, Audio an, stellt die Frequenz hier grob ein. Dann kann der Deckel drauf hier, der hier, den kann man da drauf klipsen, hier eine Antenne anstecken. Ja, und so für in der Wohnung zum Senden auf Kurzwelle ist es super. Und für weiter weg, gut 300 Meter, sowas dürfte gehen. Aber so für sehr weite Entfernungen ist er nicht gut, da fehlt einfach die Leistung. Perfekt ist wirklich die Anpassung hier. Dadurch hat man die ganzen Masseprobleme mit dem Brummen nicht. Okay.